Honorarkonsulat. Wir haben ein bisschen getrödelt, es ist 20 Uhr vorbei. 20 Uhr hat es geschlossen. Aber ich denke, es geht um das Zeichen und ich möchte jetzt ganz kurz auch noch was über Julian Assange vorlesen. Wir müssen über Julian Assange reden. Wir müssen nicht mehr darüber reden, was ihm passiert ist und warum. Alle, die heute hierher gekommen sind, wissen das und wissen auch, dass man sich für ihn einsetzen muss. Wir müssen aber über ihn reden, damit die Welt ihn nicht vergisst. Darüber, dass er sich seit April 2019 in Isolationshaft befindet. Heute genau 1177 Tage. Darüber, dass er sich in Belmarsh befindet, dem härtesten Gefängnis in Großbritannien, genannt britisches Guantanamo Bay. Darüber, dass die jahrelange Jagd auf ihn Spuren gezeigt und er in Haft bereits einen Leichenschlaganfall erlitten hat. Darüber, dass der UN-Sonderbeauftragte für Folter, Nils Melzer, 2019 bereits Symptome psychischer Folter gesehen hat und sich seitdem an Julians Haftbedingungen nichts geändert hat. 23,5 Stunden in einer kleinen Zelle, allein und nur eine halbe Stunde am Tag frische Luft. Darüber, dass es selbst von seiner Hochzeit im März keine Fotos geben darf. Dass man seit Jahren überhaupt keine Fotos mehr von Julian Assange sieht. Warum? Damit wir sein Gesicht vergessen, damit wir ihn vergessen und damit auch, was man ihm antut und angetan hat und dass er der Falsche ist, den man bestraft. Zur Unterzeichnung des Auslieferungsbeschlusses äußerte sich die britische Regierung folgendermaßen. Für die britische Regierung gibt es keine Anhaltspunkte, dass es unterdrückend, ungerecht oder ein Missbrauch des Prozesses wäre, Assange auszuliefern. Darüber hinaus ist die Auslieferung nicht mit Menschenrechten inkompatibel, inklusive des Rechts auf eine faire Verhandlung und die Redefreiheit und dass er während seiner Verhandlung in den USA angemessen behandelt werden wird. Dabei kommt einem der Gedanke, dass Priti Patel diese Entscheidung auch aus geopolitischen Gesichtspunkten getroffen haben könnte. Diese Unterschrift dürfte die seit dem Brexit innige Beziehung Großbritanniens zu den USA unterstützen. Deeskalation ist nicht erwünscht, sondern man will sich gutstellen mit den USA. Dafür ist es eher hinderlich, sich für den von den USA meistgehassten Menschen einzusetzen und leichter, ihn auf dem Silbertablett zu servieren. Was ist seit der Unterzeichnung des Beschlusses passiert? Hat sich die Welt empört? Setzen die Politiker sich für ihn ein? Wie reagierten Julians Kollegen, die Journalisten, die Medien? Alle Medien haben über die Unterzeichnung des Auslieferungsbeschlusses berichtet. Manche Medien berichten tatsächlich kritisch. Die meisten halten sich mit ihrer Einschätzung zurück. Annalena Baerbock und Robert Habeck von den Grünen, die vor ihrer Wahl der damaligen Bundesregierung Feigheit vorgeworfen hatten, als es um Assange ging, die sofortige Freilassung gefordert haben, schweigen, seit sie an der Macht sind. Annalena Baerbock sagt lediglich, sie verfolge den Fall und Deutschland fokussiere sich halt anders als die USA mehr auf die Bedeutung der Pressefreiheit. Sie stehe mit dem Außenministerium in Kontakt. Ansonsten keine öffentliche Äußerung, zumindest nicht in der Form wie noch im September 2021. Damals hieß es, aufgrund schwerwiegender Verstöße gegen grundlegende Freiheitsrechte der Europäischen Menschenrechtskonvention im Umgang mit Julian Assange, allem voran gegen das Verbot von Folter, gegen das Recht auf Freiheit und Sicherheit, gegen das Recht auf ein faires Verfahren und gegen das Recht, keine Strafe ohne Gesetz zu erhalten, schließen wir uns der Parlamentarischen Versammlung des Europarates sowie dem Appell des UN-Sonderbeauftragten Nils Melzer an und fordern die sofortige Freilassung von Julian Assange. Leider hört man das heute nicht mehr von ihr. Christian Lindner, der sich so umfangreich für Nawalnys Freilassung einsetzt, sagt zu Assange nichts. Der Bundeskanzler äußert sich nicht. Lediglich in einer Pressekonferenz wurde auf Nachfrage von Thilo Jung gesagt, man müsse abwägen zwischen Meinungs- und Pressefreiheit und dem staatlichen Schutz von berechtigten Sicherheitsinteressen von Staaten. Berechtigte Sicherheitsinteressen. Wir sprechen hier über aufgedeckte Kriegsverbrechen, die der Staat begangen hat.
keine Reaktion von der EU-Kommission. Und Julian Assange selbst? Sein Vater berichtete, dass Julian, nachdem der Auslieferungsbeschluss unterzeichnet wurde, nackt ausgezogen und in eine leere Zelle geschafft worden sein soll, damit er keinerlei Möglichkeit habe, sich umzubringen. Wie wird es nun weitergehen? Gegen den Beschluss wird vorgegangen. Die Frist dafür läuft heute ab. Sollte es zur Auslieferung kommen, drohen Julian Assange 175 Jahre Haft. Dies wäre sein Todesurteil, sowie auch die Isolationshaft, die psychische Folter, die jahrelange tägliche Einsamkeit in einer kleinen Zelle ihn langsam töten. WikiLeaks äußerte sich am Tag der Unterzeichnung des Auslieferungsbeschlusses so: Heute ist nicht der Tag, an dem der Kampf endet. Es ist nur der Beginn einer neuen Rechtsschlacht. Wir werden alle Möglichkeiten, die das Rechtssystem hergibt, nutzen. Das nächste wird der High Court, das höchste britische Gericht, sein. Jeder, der sich um Meinungsfreiheit sorgt, sollte zutiefst beschämt sein, dass die Innenministerin Assanges Auslieferung bestätigt hat. Hallo, jetzt. Julian hat nichts Falsches getan, er hat kein Verbrechen begangen und er ist nicht kriminell. Er ist ein Journalist und Veröffentlicher und er wird bestraft dafür, seinen Job gemacht zu haben. Es lag in Priti Patels Macht, das Richtige zu tun. Aber man wird sich für immer an sie erinnern als Komplizin der USA und ihrer Agenda, aus investigativem Journalismus etwas Kriminelles zu machen. Man muss sich, wir müssen uns fragen, was aus den Dingen wie freie Meinungsäußerung und Pressefreiheit werden soll. Dies ist ein Präzedenzfall. Pressefreiheit, Demokratie und freie Meinungsäußerung sind in größter Gefahr. Wird Julian Assange ausgeliefert und in den USA bestraft, drohen ihm 175 Jahre Haft. Dass er trotz der Haftbedingungen, der Einsamkeit, der psychischen Folter noch lebt, ist im Prinzip schon jetzt ein kleines Wunder. Eine Auslieferung aber ist sein Todesurteil. Wir sehen es aktuell bei uns, im besten Deutschland aller Zeiten, wie Journalisten oder auch Wissenschaftler sich regierungskritisch äußern. Fragen stellen, von der Mainstream-Meinung abweichen, eingeschüchtert, medial lächerlich gemacht, ignoriert werden. Einer wird in Präsenz nicht zur Bundespressekonferenz reingelassen, wenn er keine 2G-Bedingungen erfüllt, kommt aber mit seinen unangenehmen Fragen bei einer Online-Teilnahme gar nicht erst dran. Journalisten und Wissenschaftler werden geächtet, wenn sie öffentlich dazu stehen, eine andere Meinung als die in den Nachrichten proklamierte zu haben. Werden nachts vom SEK zu Hause überfallen, bekommen die Wohnung durchsucht, Handys, PCs, Festplatten weggenommen. Das alles ist nicht vergleichbar mit dem, was Julian Assange erleben muss, aber es zeigt die Richtung, in die wir uns auch entwickeln. Und alles das gehört zusammen. Die vierte Säule der Demokratie bröckelt und droht in sich zusammenzustürzen. Die Medien, das Kontroll- und Mahnorgan für den Staat und politische Entscheidungen, werden mundtot gemacht, sind bedroht und abhängig von Julian Assange Schicksal. Ganz im Sinne von bestrafe einen, erziehe 100. Denn wer, der das Schicksal von Julian Assange beobachtet, würde sich noch wagen, Unrecht aufzudecken, abweichende Meinungen zu äußern, politisch und andersdenkend zu sein, wenn er weiß, was ihm passieren kann? Wer deckt noch Verbrechen vom Staat oder auch von Unternehmen auf, wenn heutzutage wieder die bestraft werden, die die Botschaft überbringen, aber nicht die, die das Verbrechen begangen haben? Wenn man weiß, dass die Mächtigen sich alle gegenseitig helfen und sich nicht für Recht einsetzen werden. Wenn Julian Assange ausgeliefert wird, dann ist das nicht nur sein Tod, dann ist das der Tod der Freiheit der Presse und der Freiheit der Meinung. Und deshalb geht es nicht nur um ihn, wenn wir heute hier zusammen auf der Straße sind. Es geht um uns alle. Julian Assange hat übermorgen Geburtstag, seinen vierten in Isolationshaft und in Einsamkeit. Ich möchte deshalb jetzt schließen mit dem offenen Brief, den seine Mutter Weihnachten 2021 geschrieben hat. Als ich vor 50 Jahren als junge Mutter zum ersten Mal entband, dachte ich, dass es keinen größeren Schmerz geben könnte. Aber er war schnell vergessen, als ich meinen wunderschönen Jungen in den Armen hielt. Ich nannte ihn Julian. Jetzt weiß ich, dass ich mich geirrt habe. Es gibt einen größeren Schmerz. Den nicht enden wollenden Schmerz, die Mutter eines mehrfach ausgezeichneten Journalisten zu sein,
der den Mut hatte, die Wahrheit über die Verbrechen und die Korruption auf höchster Regierungsebene zu veröffentlichen. Den Schmerz mit ansehen zu müssen, wie mein Sohn, der versucht hat, wichtige Wahrheiten zu veröffentlichen, unaufhörlich weltweit verleumdet wird. Den Schmerz mit anzusehen, wie mein Sohn, der sein Leben riskierte, um Ungerechtigkeit aufzudecken, immer wieder festgenommen und ihm ein faires Gerichtsverfahren verweigert wird. Den Schmerz, mein gesundes Kind langsam verkümmern zu sehen, weil ihm jahrelang in der Haft eine angemessene gesundheitliche und medizinische Versorgung verweigert wurde. Die Qualen, die ich erleiden musste, als ich sah, wie mein Junge grausam psychologisch gefoltert wurde, um seinen großen Willen zu brechen. Der ständige Albtraum, dass er an die USA ausgeliefert wird und für den Rest seines Lebens in extremer Einzelhaft lebendig begraben wird. Die ständige Angst, dass die CIA ihre Pläne zu seiner Ermordung umsetzen wird. Der Anflug von Traurigkeit, als ich sah, wie sein gebrechlicher, erschöpfter Körper nach einem Minischlaganfall bei der letzten Anhörung aufgrund von chronischem Stress in sich zusammensackte. Viele Menschen sind auch traumatisiert, wenn sie sehen, wie eine rachsüchtige Supermacht ihre unbegrenzten Ressourcen einsetzt, um einen einzelnen, wehrlosen Menschen zu tyrannisieren und zu zerstören. Ich möchte allen mitfühlenden, anständigen Bürgern auf der Welt danken, die gegen die brutale politische Verfolgung von Julian protestieren. Bitte erhebt weiterhin eure Stimmen gegenüber euren Politikern, bis sie es nicht mehr hören können. Sein Leben liegt in euren Händen. Christine Assange. Und damit schließe ich und sage danke fürs Zuhören.